Platzmangel ist eines der Dinge, die ich als das größte Problem ansehe. Das haben vielleicht andere Zeichner nicht, aber für mich ist es immer wieder ein extrem großes Problem. Also sowohl der Platzmangel auf dem Tisch, als auch der Platzmangel hinterm Tisch. Weil, also das sind wieder zwei verschiedene Sachen. Der Platzmangel erstens mal auf dem Tisch. Wenn man so viele Sachen anbietet wie ich, und ich bin ja nicht die Einzige, die so viele Sachen anbietet, dann reichen 70 mal 70 cm nicht aus oder 60 mal 60 cm. Das ist zu wenig für das Angebot, was ich habe. Und dann kommt es halt auch das, was sehr viele Besucher immer wieder ansprechen und auch kritisieren, dass halt dieser Tisch zugestellt ist mit Zeug. Ein Problem ist natürlich auch die Finanzierung von dem Tisch. Die Finanzierung ist halt extremst wichtig, dass die funktioniert, und die Tische sind nicht billig. Also das ist nicht so, dass... Also einige denken tatsächlich sogar immer noch, dass man die Tische gratis bekommt. Also dass man dann eine gratis Eintrittskarte bekommt und dann den Tisch einfach gestellt bekommt. So ist es nicht. Man bezahlt den Tisch. Und das finde ich gerade wenig Geld. Also die Tische sind teils richtig, richtig, richtig teuer. Man muss halt echt immer gucken als Zeichner, dass wenn man dorthin geht und den Tisch bezahlt, also du bezahlst ja den Tisch, dann bezahlst du die Reise, dann bezahlst du auch noch die Unterkunft. Da kommt ein Haufen Geld zusammen, das du irgendwie durch den Verkauf wieder reinkriegen musst. Das heißt, als Zeichner steht man ständig unter Druck, dass man irgendwie das Geld, was man für die Con ausgegeben hat, wieder reinkriegt, dass man die Druckkosten, die man für die Sachen, die man gemacht hat, wieder reinkriegt und zusätzlich noch ein bisschen Gewinn hat, damit sich das rentiert. Und also als Zeichner steht man persönlich, also ich persönlich stehe immer unter einem ziemlichen Druck, dass ich mein Zeug verkauft kriege, und das ist nicht ganz so einfach. Also das ist ehrlich gesagt auch was, womit ich selber nicht gerechnet habe. Da bin ich, glaube ich, ein kleines bisschen naiv an die Sache rangegangen. Aber es ist tatsächlich was schwierig ist. Das andere ist noch, dass Artikel irgendwann ausverkauft sind. Dem versuche ich immer vorzubeugen, indem ich vorher frage, ob jemand ein Band schon vorbestellt. Also ich mache das entweder auf Facebook oder ich mache es auch bei mir im Blog, dass ich vorher frage, wer kommt auf diese Conventions, wer möchte ein Band vorbestellen, damit ich in etwa weiß, wie viele ich mitnehme. Denn ansonsten schleppe ich mich an die Dinger tot. Und ich mache es halt immer so, dass ich Paket mache, dass ich dann direkt zur Con schicke. Und Bücher in ein Paket zu verschicken, ist auch nicht gerade billig. Aber ich hatte halt schon Conventions gehabt, da war ich ausverkauft. Und da kann man aber auch Leute, die wirklich nur zu mir gekommen sind, die auf diese Convention gekommen sind, um bei mir ein Manga-Band zu kaufen, und ich hatte keine mehr. Nochmal der Ratschlag an euch, wenn ihr etwas von mir kaufen wollt und auf eine Convention extra deswegen kommt, sagt mir vorher Bescheid. Ich lege das für euch zurück. Und das verspreche ich euch, ich lege es euch zurück. Kleingeld war für mich nie ein Problem. Also erstens mal nehme ich immer viel Kleingeld mit. Ich habe das immer direkt in meiner Kasse drin, sodass ich auch vernünftig wechseln kann, wenn man dann teilweise für ein Buch, das 6,50 Euro kostet, einen 50-Euro-Schein bekommt. Das macht aber nichts. Ich kann immer wechseln. Selbst wenn ihr mit 50 Euro bezahlt, ich kann immer wechseln. Ich habe immer genug Kleingeld dabei. War auch eine Lektion, die ich irgendwann mal sehr hart lernen musste. Ich nehme Kleingeld mit, sonst musst du dir es von allen anderen Zeichnern irgendwie ergaunern. Und die haben meistens auch kein Kleingeld. Ich kann euch alles wechseln. Ich kann es immer wechseln. Wenn ihr Zeichner seid und neben mir sitzt und Kleingeld braucht, kommt zu mir, ich habe Kleingeld. Stress der Vorbereitung auf eine Convention. Oh ja. Das ist absolut wahr. Es ist wirklich Stress, eine Convention vorzubereiten. Man stellt sich das immer nur so vor, dass man Sack und Pack zusammennimmt und dann auf eine Convention fährt und juhu, ich bin da, ich verkaufe. Nee, so läuft es nicht. Eine Convention ist mit extrem viel Organisation vorher verbunden. Also natürlich muss man den Stand organisieren und die Unterkunft und die Fahrt. Das muss jeder machen, der auf eine Convention kommt, egal ob du Zeichner bist oder nicht. Aber man muss halt auch sein Sortiment zusammenstellen, man muss vorher eine Inventur machen, man muss vorher vielleicht sogar noch basteln, wenn man noch dieses und jenes machen will, man muss Zeug bestellen, man muss zusehen, dass die Druckerei schnell genug hinterher ist, man muss Zeug einpacken, man muss Verpackungsmaterial besorgen, man muss Lose falten, man muss Lose machen oder Lose rollen, keine Ahnung, wie auch immer jeder seine Lose zusammenfriemelt. Man muss Listen dafür erstellen, man muss die Preise bestimmen, man muss genau vorher ausrechnen, wie viel man wohin macht, man muss dieses machen und jenes. Also eine Convention vorzubereiten ist für einen Zeichner nicht ohne.
Das soll aber jetzt nicht heißen, dass ich diese Arbeit nicht gerne mache. Also ich erzähle jetzt natürlich sehr viel über die Probleme, die ein Zeichner so hat, aber das soll nicht heißen, dass ich diese Arbeit nicht gerne mache. Ich gehe gerne mit diesen Problemen um. Also ich bin mir der Probleme, die dann auf mich zukommen, bin ich mir vollends bewusst. Ich weiß auch, dass das der Weisheit letzter Schluss noch nicht ist, sondern dass halt noch sehr, sehr viel mehr Probleme auf mich zukommen werden. Yay! Aber ich bin mir dessen bewusst und für mich ist es auch okay. Und ich gehe gerne damit um. Also ich habe diese Probleme und ich suche gerne nach Lösungen. Also ich sehe, dass das dann so, ich habe dann jetzt das Problem oder beziehungsweise das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Mal gucken, wie es das nächste Mal besser funktionieren kann. Und so versuche ich immer an die Sache ranzugehen. Also ich versuche immer das Beste daraus zu machen und Lösungen für diese Probleme zu suchen. Also es ist jetzt kein Gejammer oder Generve, dass ich dieses Scheiße finde und jenes Scheiße finde, sondern es ist eher ein Aufzeigen von dem, womit ich gerade versuche umzugehen und dass ich aber auch denke, dass ich damit gut umgehen kann und dass ich das auch in Zukunft gut und besser machen kann. Wie gut man den Stand sehen kann und wie gut die Besucher daran vorbeikommen. Also das ist tatsächlich immer wieder ein Problem, das ich habe, das ich übersehen werde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich denke mal, das liegt natürlich daran, dass es extrem viele Zeichner sind, die auch alle verkaufen wollen und die alle gesehen werden wollen, natürlich auch alle so auffällig wie möglich sind. Aber man geht halt irgendwann komplett in der Masse unter. Und das ist, also da habe ich ehrlich gesagt noch keine Möglichkeit gefunden oder noch keine Lösung dafür gefunden, wie ich meinen Stand machen kann, dass man sieht, wo ich bin. Also ich hänge schon überall mein Banner dran und bla. Und ich stelle es halt auch immer vorher schon ins Internet und sag ja hier Plan, Lageplan, da ist mein Tisch. Wenn ihr dorthin kommt, wenn ihr mich besuchen wollt, dann kommt dorthin, bla bla bla. Und ich hänge meinen Banner an den Tisch und ich hänge meine Sache, tue meine Sachen natürlich auch. Also der Manga liegt natürlich auch auf dem Tisch, sodass man das erkennt. Aber ansonsten ist es halt echt schwierig. Also schwierig, in dieser Masse an Zeichnern irgendwie aufzufallen oder sich irgendwie abzuheben. Ja, das ist definitiv ein Problem.